So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Heute habe ich mal ein blaues Shirt an. Ich bin nämlich heute richtig sportlich unterwegs mit diesen drei Sport-ISO-Getränken, wenn das das überhaupt ist. Die habe ich im Urlaub gesehen, im Teddy. Da ist ein Lukas Podolski irgendwo drauf. Das ist nämlich 4Move Sports Isotonic with Vitamin B3, B6, B12, 750 Milliliter, das ist schon fast ein ganzer Liter. Ihr kennt vielleicht Powerade, Powerade kommt ja auch in so ähnlichen Flaschen, da ist aber weniger drin. Ich glaube Powerade ist 500 Milliliter, das sind 750, das ist nochmal mehr. Da gibt es drei Sorten, einmal Lime und Mint Flavor, dann haben wir hier dieses blaue, das ist Multifrucht Flavor und wir haben noch das letzte, das ist einfach ein Lemon. Da steht doch nicht mal Flavor drunter, das haben sie sich auch gespart. Ansonsten habt ihr hier ein Bild. Nö, da ist eine. Was? Ich glaube, die Flasche gehört einfach nicht zu den anderen. Ich habe mich sowieso gewundert, das heißt 4Move, aber es ist nur 3Move, weil es gibt nur drei Sorten. Was ist der Unterschied, wenn ich mir das hier angucke? Ihr habt hier 4Move, Lemon, ohne dass da Lemon Flavor steht, sondern nur Lemon. Und wenn wir es einmal rumdrehen, dann sehen wir keinen Lukas Podolski. Fällt mir jetzt gerade auf. Wenn ich die grüne aber nehme, da steht extra Flavor drunter. Und dann habt ihr hier ein Bild von Lukas Podolski. Das ist also sein Wasser. Ist das von ihm, das Influencer-Getränk? Oder trinkt er das nur gerne? Oder macht er einfach Werbung dafür oder sonst was? Keine Ahnung. Hashtag 4Move, follow us, www.4move.com. So, sonst noch ein Unterschied sehe ich gerade nicht. Hat der auch B3, B6, B12? Das ist, glaube ich, bei allen gleich. Dann machen wir es aber jetzt anders. Dann nehmen wir der, wo kein Lukas Podolski draufsteht, in die Mitte und würden dann mit dem anfangen. Zeigen aber die Flaschen alle drei nochmal kurz so für euch. Die kommen gerade frisch aus dem Kühlschrank. So, das ist Thumbnail oder so ähnlich. Wir wollen nämlich jetzt wieder alle drei probieren und dann alle drei zusammenmischen in dem Gläschen, im Ernesto-Glas. Fangen wir mit dem in der Mitte an. Machen hier einfach ganz normal das Ding auf, wenn ich weiß, wie. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich drehe es einfach auf, oder? Ich drehe es auf, ich saug nicht da oben dran. Jetzt ist es hier auf. Ziehen das mal ab. Wenn man das abziehen darf. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach dran. So, ich habe es jetzt so, das sieht auf jeden Fall richtig behindert aus. Wir probieren mal kurz ein 4Move Lemon. Schmeckt nach, ja, wie Zitronenwasser. Ist halt sehr säuerlich. Ja. Ist überhaupt gar nicht mein Geschmack, muss ich gleich dazu sagen. Ich bin jetzt nicht so der Zitronenfan, sage ich immer wieder. Ich mag eher Pfirsich. Ich habe es jetzt geschafft und weiß jetzt auch, wie das oben aufgeht. Ich werde nochmal hier draus kurz einen Schluck nehmen. Macht keinen Unterschied, schmeckt genauso. Wir haben zwei andere Dinge probiert. Hast du es, wenn du es oben aus dem Nippus getrunken hast, war das so prickelnd und erfrischend. Hier merkst du keinen Unterschied. Das ist ohne Kohlensäure, das ist ja eigentlich gut. Aber das schmeckt so, weiß ich nicht, so abgestanden und so, so säuerlich und so chemisch schon wieder für mich. Also das ist nichts für mich. Lemon würde ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Auch wenn es hier eine schöne gelbe Farbe hat. Guckt euch die gelbe Farbe an. Gehen wir direkt mal weiter zu Lime und Mint, weil Lime, Limette, ist ja dann auch so ähnlich wie Zitrone. Müsste also fast genauso schmecken, nur mit Mint zusammen, sodass das vielleicht in eine erfrischendere Richtung geht. Warum da jetzt Lukas Podolski drauf ist, weiß ich nicht. Erfrischungsgetränk ohne Kohlensäure mit Limette-Minz-Geschmack, genau. Hier nochmal Lukas, hier habt ihr hier eher so eine grüne Farbe. Wir machen das Ding oben auf und... Das muss ich sagen, gefällt mir gleich besser. Wegen diesem Minzgeschmack. Das erinnert mich an 4Bro Minz. Dieses Minzgetränk, was es von 4Bro gibt. Wenn ihr das trinkt, denkt ihr, habt halt einen gerade frischen Pfefferminz,
Tee getrunken, einen Pfefferminz, Bonbon gelutscht, irgendwas. Das kann natürlich auch sehr aufdringlich sein, vor allem bei 750 Milliliter. Aber erstmal ist es was anderes. Das schmeckt ein bisschen wie dieses komische Minzbier, was ich auch mit Hannes letztes Mal getestet habe. Und das fand Hannes auf jeden Fall gut, dieses Minzbier. Ich finde, es ist besser als das Limone, aber ich würde es mir, glaube ich, auch nicht nochmal kaufen. Eins ist noch übrig, das Blaue. Das Blaue sieht auf jeden Fall am heftigsten aus. Bei Powerade fand ich auch immer das Blaue am coolsten. In der Kindheit damals, als kleiner Bubi, wollte ich immer das blaue Powerade, einfach nur wegen der Farbe. Damals habe ich auch immer gesagt, Blau ist meine Lieblingsfarbe. Mittlerweile ist meine Lieblingsfarbe Gelb, aber nicht so pissgelb wie das hier. Das ist kein Gelb, das ist Spülmittel. Probieren wir mal das Blaue, weil das ist ja Multifrucht. Auch Isotonik natürlich, mit den drei komischen Vitaminen, die da draufstehen. Jetzt muss ich wieder suchen, wo das Ding aufgeht. Hier irgendwo ist ein... Ach, oben hier, oben, pass auf jetzt. Ist ab, Nibbus ist ab, wir probieren mal kurz. Multifrucht. Ist nicht so gewöhnungsbedürftig wie das mit Minze, ist nicht so abartig wie das mit Limone. Würde ich aber auch nicht nochmal kaufen, weil das irgendwie auch schon wieder so einen richtigen Waschmittelgeschmack hat. Also ist erstmal süßlich, aber dann ist es irgendwie total dumpf. Und dann kommt dir das total künstlich vor und du denkst dir einfach nur, was ist das? Das soll Multifrucht sein. Also fruchtig finde ich es jetzt nicht. Fruchtig verbinde ich immer mit irgendwas angenehm. Das ist für mich nicht angenehm. Das ist süß und künstlich, aber es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wenn ihr 4Move Sports kennt, dann schreibt es mal rein. Schreibt mal hin, wie euch das schmeckt. Ich führe jetzt erstmal hier das Gelbe ein und das Grüne. Dann dürft ihr das nämlich nicht so ganz vermischen. Machen das jetzt hier so. Jetzt haben wir das Gelbe drin im Glas. Guckt euch das an, das sieht doch richtig schön aus. Dazu kommt das Grüne. Jetzt ist es hellgrün geworden, das sieht auch gut aus. Und dazu jetzt noch das Blaue. Ich glaube, ich habe viel zu viel von dem Gelben reingemacht. Und jetzt haben wir eine Farbe, die wir wieder nicht deuten können. Das ist Türkis, oder? Ist das Türkis am Endeffekt, am Ende des Tages sieht einfach alles gleich aus, nämlich alles so Lemon, Lime, Mint, Multifrucht. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Fallout, euer Ramses. Kennt ihr 4Move? Ich will's nicht kennen. Nicht mehr jetzt. So, Glas wieder beschlagen, wunderbar. Und wenn ihr euch fragt, was es heute zu essen gibt, wir haben hier noch einen Teller mit einem Esel drauf. Das ist Eseli, der war in der Wäsche. Der riecht jetzt wieder frisch, der ist jetzt extra hier draußen, damit er trocken wird. Aber, ja, kann man auch in die Mikrowelle packen und dann kann man essen. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mir ist einfach nur brechübel jetzt. Boah. Nie wieder 4Move. Da trinke ich lieber Gönnergy freiwillig, bevor ich nochmal 4Move probiere. Oh.